Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Wir haben letzte Folge, warum auch immer, diesen Mills politisch unterstützt. Ich verstehe es bis jetzt noch nicht so ganz, warum. Ich habe eindeutig gesagt, ich möchte nichts mit Politik zu tun haben. Aber gut. Wahrscheinlich ist das schon politische Unterstützung genug. Ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt. Hier muss ich doch gar nicht lang. Ich muss jetzt in diesen einen Hinterhof. Die Frage ist nur, welcher Hinterhof war das? Mit der leuchtenden Tür. Hier war es auf jeden Fall nicht lang. Das ist falsch. Hier, das ist nicht der Hinterhof, wo ich hin muss. Hier, glaube ich, oder? Da. Dann mal los. Wir gucken erstmal wieder nach Loot. I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but this music is driving me crazy. My head is, it's like a hangover. Wait, maybe it is a hangover. Ich mal anklopfen, dass die mal Musik leiser machen. Die haben nur ein Lied in dieser Welt. Was aber, glaube ich, daran liegt, dass ich immer noch im Streamer-Modus spiele, wahrscheinlich. Soll ich hier schon sein? Entschuldigung, wenn ich manchmal stehen bleibe, liegt es daran, dass ich mich kurz mute und kurz huste. Ich versuche das immer zu regeln, während ich laufe, dass ihr das gar nicht so mitbekommt, aber gerade ging nicht. Es hat ganz schön gekratzt. Naja, egal. Ich will nicht so viel Mimimi machen, aber irgendwie muss ich. Okay, aber viel zu holen ist hier nicht. Deal no joy with the broadcast! Fucking OCP is good for nothing. Be quiet, moron! Yes, we'll get working in no time, Mr. Wendell. Sir! Yes! We won't screw it up. He's using you, just like he used us. He hired us, but he failed to deliver. That's when we went to get what we were owed. Ah! Oh! Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the poor chance turn. Deal with it, biker bitch. Stupid. What I mean? Oh shit! We've got company. I joined the party. You weren't invited. Let's crush this tin can. War jetzt hier jemand hinter mir? Anscheinend nicht, weil Waffe ist ja wieder eingesteckt. Hier ist ein PC. Kann ich noch nicht ran. Vielleicht gleich, wenn ich mit Spike geredet habe. Hm.
So, Spike. What did Wendell make you do? You saw it yourself. He needed us to extract brains from corpses. Most of my men didn't have the stomach for it. Why brains? He would never say. Wendell keeps his cards close to his chest. Where is he? When? Now? My bet it'd be in front of a screen, wherever that fucking signal is supposed to reach. Because he's always watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Oh, beweglich. Ah, jetzt dürfen wir, glaube ich, an den PC, ne? Ah. Ach, nicht ganz. Doch, jetzt. Computerscanner, also Computerschein gelesen. Ist das jetzt an oder aus? Ja, okay, wir haben was wir sollten haben. Komisches Deutsch. Oh. Ist hier irgendwo ein Code? Aber es hieß doch, dass wir... Wir haben doch Deduktion schon verbessert. Steht hier irgendwas? Okay. Ich brauche den Safe-Code. Bitte. Warte, ich habe einen Punkt, aber... Oh no, hier ist wieder ein Menübug. Seht ihr das? Warum zur Hölle? Jetzt geht's wieder. Was ist das mit diesem Spiel? Wir hatten es doch letztens schon mal. Ah ja, gut. Achso, wir brauchen hier ein Safe öffnen. Das heißt, für den gibt es wahrscheinlich keinen Code. Okay. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town. Continuing pursuit. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch schießen. Mit Person auf der Schulter. Ah, nee, sieht nicht so aus. Ich habe die Musik ausgemacht. Ist okay jetzt? Isn't that better? Way to go, RoboCop. I can hear my thoughts again. Shame they're not very pleasant. Maybe that music wasn't so bad after all. Schön, wie das Tuch in seiner Hand immer kurz verschwindet, wenn die Animation endet. Und Untertitel gibt es auch keine mehr. Aber er hat sich bedankt. Er kann jetzt endlich wieder seine Gedanken hören.
Was ist eigentlich mit Luis gerade? Ich sehe das ja jetzt erst. Was ist eigentlich mit Luis? Können wir die nochmal im Krankenhaus vielleicht besuchen gehen? Wir haben schon lange nichts mehr von ihr gehört. Jetzt holen wir uns Wendell. I hate the day shift. Ach so, aber das ist in einem anderen Gebiet. Aber wir haben hier tatsächlich nichts mehr zu tun. Ich dachte, wir sollen hier in den alten Supermarkt vielleicht. Hier ist ja auch einer. Wobei, der ist nicht alt, ne? Das ist ein normaler Supermarkt. Aber ich dachte, wir sollen vielleicht zu dem, aber wir sollen gerade zu unserem Auto. Und das Gebiet verlassen. Aber okay, dann machen wir das. Ja, die Katze miaut. Katze. Wir haben bestimmt wieder die Hälfte vergessen hier in dem Gebiet. Das erinnert mich an The Last of Us. Also, besser gesagt, das DLC, wo du mit Ellie in dieser alten Mall bist. Schon so ein bisschen das Feeling. Ich hoffe nicht, die fangen jetzt hier irgendwie an, von oben zu schießen oder so. Schon trotzdem noch schön aus. Es ist halt alt, aber schön. Huch, bin ein bisschen vielleicht erschrocken. First they can't even connect a few fucking cables and now they don't even answer. The new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Lobo? Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. Aber wir haben doch gerade wieder eine Fehlfunktion, oder nicht? Wir glitschen doch gerade wieder. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt.
Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Wo genau ist der Dude? Der ist dort dahinter. You're gonna fry! Ich kann hier wieder Stühle werfen. Ich schreck jedes Mal, wenn ich mit so einem Gegenstand. Habe ich getroffen? Jetzt. Ist noch einer? Tatsächlich bin ich mit meiner Waffe super zufrieden. Ihr merkt es, ne? Ich würde nur wieder so ein... Ihr wisst schon was, so eine stationäre Waffe würde ich mir wieder klauen. Die war richtig gut. Haare. Wow. Wir sind in einer Parallelwelt gelandet. Es ist einfach ein Alex? Nicht endendes Parkhaus. Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. Das ist immer super spooky. Mit diesen Glitches. Diesen Erinnerungsfetzen. Wo sind die Typen eigentlich hin jetzt? Wir haben noch unsere Waffe gezogen. Heißt, es kommen noch Gegner. Ich würde einen Sicherungskasten nehmen. Dann kann ich mir nämlich die Heilung sparen. Aber ich glaube, hier gibt es keinen Sicherungskasten. Oh, ich erschrecke auch jedes Mal. Meine Güte. Dad? Are you coming? Es ist spooky. Leere Box. Übrigens war das gerade nicht ich, der die so hin und her geschwankt hat. Das war Robo alleine. Falls euch das aufgefallen ist. Mit diesem Schwanken. Es war jetzt nicht super doll, aber
Dachte, hier steht einer. Oh Gott. Das sieht aus wie eine Arena. Ich bin gebrandmarkt von Arenen. Okay. Also die Puppen standen halt eben noch nicht. Das ist Hirngespinst, würde ich sagen. Dass ich hier aber noch Loot vergesse. Aber auch hier hinten hochgehen. Die sich immer alle zu mir drehen. Na los, lass uns unseren Verlobungsring holen. Also, ich dachte, da war jemand hinter mir. Jetzt wird's richtig komisch. Warum wird das jetzt so spooky? It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. Ist hier einfach nichts. Der richtige Weg? Nicht. Ich bin gerade sehr angespannt. Die Tür war doch gerade noch nicht offen, oder? A police officer killed in the line of duty were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell? Ich mag das nicht. Möchte hier nicht sein. Irgendwie aufs Dach kommen.
Wendell hat jetzt die ganze Zeit gesagt, jetzt, wir sehen uns auf dem Dach. It thinks itself as human. A world-class husband. A father. A cop. Alle Puppen sind weg. Bin ich jetzt wieder bei mir? Ich denke mal, hier geht's aufs Dach. Did you hear? It's true. You're not one of us anymore. You're not human. And you're not a real cop. You're just the rotting remains of Alex Murphy. You're something that should never have been. Something that should not exist. We have to fix you. We have to erase you. And we will. Just come to us. Come to the rooftop. We're waiting. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob jetzt gleich hier ein Riesenkampf kommt und wir sind jetzt schon so weit in der Folge. Ich würde die vielleicht an dieser Stelle für heute beenden und wir machen hier morgen weiter. Und holy, was passiert hier? Also, was geht mit unserem Kopf ab? Louis würde das nie sagen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen hier morgen weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, ich winke euch und sage bis morgen. Bye, bye.